Hallo und willkommen zurück zu Scum. Und wir sind bei. Ich habe schon wieder vergessen, wie das heißt. Lock and Load Update. So. Aber wir haben noch keine neuen Sachen gefunden. Es ist ein alter Spielstand. Kann auch sein, dass ich hier gar nichts finde. Sondern erst, wenn ich das Spiel neu gestartet habe. Weil es hieß ja eigentlich, dass alles gewiped wird und alles zurückgesetzt wird. Also gut möglich, dass man neu anfangen muss. Und zwar habe ich das Auto schon repariert und habe auch festgestellt, also ich habe jetzt hier vorne den Torso repariert, wie ihr auch sehen könnt, und das Kit ist sogar noch da. Das heißt, da war einiges drauf, um das Auto zu reparieren. Und die Reifen, die müssen separat repariert werden, weil wenn ich hier auf Reifen gehe, dann eben hat er mir das doch angezeigt. Ah, da, Fixtire. Oder reparieren. Also, ja, ist jetzt verschieden. Man kann jetzt anscheinend auch einfach die Tür öffnen und Leute rausschlagen oder so. Schließt du die Tür auch gut? So, und wir wollten ja zum Abfuhr fahren. Der ist ja sowieso auf unserem Weg. Naja, okay, gut, ich müsste jetzt eigentlich hier abbiegen. Ja, wir umfahren es dann. Weil das ist halt direkt hier im Schneegebiet. Jetzt schon ein bisschen Respekt. Meine, das Gute ist, das Auto ist wieder repariert. Hier ist sogar extra offen. Als hätten sie es gewusst, ist die jetzt eigentlich kalt? Nee. Nee. Ist sie nicht. Nee, du nimmst mal bitte die Shotgun raus. Wir wissen alle, was das letzte Mal passiert ist, als ich beim Abwurf war. Für alle, die es nicht wissen, Mist ist passiert. Also da kamen halt einfach vier von diesen starken Zombies raus. Und ich war Brei. Das war so in der zweiten Folge. Zweite Folge. Gut. Ganz einfach wegpacken. Alles gut. Jetzt bin ich mal gespannt. Nicht ihr Ernst, oder? Okay. Werkzeugkiste ist sogar so, noch, so eine Sache, die ich sage, jo, nehme ich. Oh, jetzt Reparaturkits. Komm. Autoreparatur. Oh, Notfallverbandszeug? Krass. Alter Schwede. Das ist mal ein Kistchen. Essen ohne Ende. Nice. Benzinkanister. Nimmst du gleich mal bitte in die Hand. Das tust du mal hier oben hin. Ach komm. Ich werde da Platz für haben. Ich habe da safe Platz für. Muss ich Platz machen. Okay. Ja, das ist halt immer so das Problem. Ich muss auch ein bisschen aufpassen, nicht, dass es jetzt Pum macht. Da, da ist das. Improvisierter Reparatur-Kit für. Für. Wer kennt nicht? Die alle kennen. Es tut mir so leid. Die Sache ist, ich denke ja, dass mich auch ab und zu mal neue Leute gucken. Und dann denke ich mir so, ja, ohne diese ganze Hintergrundgeschichte, dass ich einfach komplett verwirrt bin. Da bekommen die das halt einfach so, dadurch, dass ich das nicht so mitbekomme. Sind die dann verwirrt? Dass ich so verwirrt ja, sind wir mal ehrlich, braucht man das? Ich glaube nicht. Ansonsten habe ich alles leer, ne? Ich hau mal ab. Was gleich piep, 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 piep macht.
Sehr nice Sache. Ehrlich, also sehr, sehr nice Sache. Der Loot war einfach geil. Also besser hätte der Loot echt nicht sein können, oder? Und ich könnte sogar die Reifen reparieren. Aber ich glaube, ich muss die gar nicht reparieren. Nee. Oh Mann, bestes Bild überhaupt. Okay. So, verstauen. Auch so viele Werkzeugkisten. Eigentlich zum reparieren schadhafter Mechanik. Auch diese Verbände. Ich bin halt einfach richtig, richtig krass überrascht, dass ich doch so viele Sachen bekommen habe. Auch so viele gute Sachen. Da frage ich mich, wo warst du mein ganzes Leben lang, Loot Drop? Wo warst du? Wo warst du, als ich dich am meisten gebraucht habe? Nein. Ist halt schon krass. Nochmal ein Repair-Kit. Ich bin hin und weg. Andererseits muss ich jetzt auch sagen, jetzt wo ich ein bisschen vorsichtiger geworden bin und, brauche ich ja sowieso nicht mehr so viele Sachen. Weil es läuft. Ja. Das Cracker. Ja, was zu essen, was zu trinken. Komm, den Stinkekäse kannst du hier lassen. Das kannst du hier lassen. Aber was zu essen, was zu trinken haben wir. Den Notverband setze ich auch mal mittlerweile mit hier rein. So. Herausnehmen, Notverband. Ah, da sind Notverbände drin. Wahrscheinlich 5 Stück. Oh Leute, das ist der Hammer. Gut. Da wir sowieso hier auf der Hauptstraße sind. Schaut mal. Wir könnten auch einfach hier hochfahren. Denn diese sehr komische. Oh, diese Straße sieht ja schon so bescheiden aus. Nee, Leute, es tut mir leid. Also ich würde sagen, wir fahren jetzt hier einfach die Straße entlang. Das Gehör können wir auch später noch sehen. Wir fahren die Straße entlang bis zum Ende. Und hier gucken wir uns mal um. Dann können wir nämlich immer noch hier so zurück und können uns dann alles anschauen, oder? Ich weiß auch nicht, inwieweit ich wirklich an jeder Wohnsiedlung halte, weil eigentlich ist mein Bedarf jetzt schon wieder gedeckt. Ich muss dringend urinieren. Ich würde sagen, du machst in die Hose, weil ich halt nicht nochmal an. Du hättest gehen können, bevor wir losgefahren sind. Du hast nichts gesagt. Oder sie hat was gesagt und es war das. Moment, ich kann hier abbiegen. Stopp! Wir wollten geradeaus. Genau. Genau. Das andere ist ja dieses. Ja, okay. Komm, wir lassen sie urinieren. Ja, ist ja gut. Also wäre es realistisch, würde der Schnee schmelzen. Und wisst ihr, was mir einfällt? Wir müssen auf jeden Fall eine Regenjacke anziehen. Und zwar, wenn es hier anfängt zu regnen und wir nass werden, ihr wisst selber, das wird nicht gut. Oh ja, eine gelbe Regenjacke. Ich meine, die weiße passt zwar besser zum Outfit, aber eine gelbe Regenjacke ist halt echt Premium. Versuche mal ein bisschen vorsichtiger zu fahren, weil wir sind hier im Schneegebiet. Ich weiß nicht, ob der Bremsweg dann auch verlängert ist. Was ja im Winter eigentlich so ist. Alles gut. Outside is waiting. Ich.
fahre halt einfach durchs Schneegebiet im Sommer. Und muss an Weihnachten denken. Und singe dann noch die Weihnachtslieder falsch. Tide is free, then. So ging das. Und den Rest habe ich vergessen. So. Ui, 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 ui. So. Wo geht's hier rein? Ja, hier müssen wir rein. Das sieht aus wie eine normale Stadt. Nico, mehr. Oh, das ist so geil. Oh, das erinnert mich an Winter, ehrlich. Muss ich den ganzen Weg zu der echt jetzt laufen? Nee, komm. Da ist eine Garage. Ich weiß halt eigentlich auch nicht, was ich suche, weil eigentlich suche ich nichts mehr. Wir haben doch alles. Das ging schnell. Achso, das ist einfach nur Müll. Okay. Ein T-Shirt brauchen wir nicht. Wir brauchen einfach gar nichts mehr. Was mache ich hier drin überhaupt? Nee, ja, ich gucke, ob ich noch irgendwie was Cooles finden kann. Aber ganz ehrlich, der gefällt mir viel, viel besser als der andere. Es geht halt nur ums Aussehen, ja? Ich möchte Fernsehliebling werden. Und das kann ich natürlich nur, wenn ich gut aussehe. Das versteht man doch, oder? Ich finde es halt, ich würde es halt richtig geil finden, wenn man halt irgendwie so mehrere, sag mal. Schade. Schade. Nicht bauen. Komponenten. Bis die Gurken noch nicht erfroren sind, wundert mich. So. Ich meine, selbst wenn ich jetzt hier ein Auto finden würde, und wir wissen alle, dass ich das nicht nach Hause bringen würde. Oh. Da steht er. Komm. Wir treffen uns in der Mitte. Ich finde auch, dass die ein bisschen stärker geworden ist. Ja. Oh, Weihnachtspullover. Natürlich, das brauche ich. Ja, es ist halt einfach so, wenn man gar nichts mehr braucht. Denn so ein Weihnachtspullover, das ist so. Das hat was. Zucker! Nice! Bald kann ich Kuchen backen. Wohl nee, ich kann. Habe ich den Mehl damals mit. Also, war das Mehl im Auto, das verschwunden ist? Ja, oder wahrscheinlich ist es halt nicht verschwunden, aber wurde dann zerstört, während ich weg war. Es ist halt wie in den meisten Spielen, ja. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, der Anfang ist brutal ins Kampf. Also am Anfang kommt man halt wirklich kaum klar. Aber jetzt, dadurch, dass man sich die Sachen dann auch selber craften kann, das heißt, wenn du vier Puppen erledigt hast, kannst du dir eigentlich schon, ja, mehr oder weniger kannst du dir dann. Ich hab's in der Hand, okay. Ehrlich, ein Schlag.
Okay. So, was wollte ich sagen? Tequila? Geil. Sombrero auf und. Gut. Ja, Tequila erinnert mich gleich an meine Jugend. Damals, als ich noch jung und unverbraucht war. Also unverheiratet, wollte ich sagen. Also unverbraucht. Oh, Entschuldigung. Da ging's los. Gut. Keine Macht in dem Alkohol. Don't drink and drive. Kenn dein Limit. Und so. Ne? Ne, komm her. Bam, bam. Wenn ich die 5 drücke. Ah, super, macht sie gleich. Sehr schön, sehr schön. Also bei der Anzahl an Notverbänden, die ich habe, gehe ich jetzt mal in der Annahme, dass ich die jetzt gut benutzen kann. So. Ein großer Wohnungs. Ist eine Schule? Frag für einen Freund. Nee. Doch, das könnte der Chemieraum sein. Ja. Warum genau ist ein Schlagring hier in dem Chemielabor. Ja, gut. Sind wir mal ehrlich, was sollen wir hier schon finden? Dün, dün, dün. Aber es ist halt schön, dass es ja verschiedene Locations gibt, ja? Hier könnten wir dann zum Beispiel wahrscheinlich viel Papier finden. Ja. Aber interessiert mich jetzt nicht so. Ja. Pharmacy? Wir könnten mal gucken. Ich habe ganz ehrlich, ich hätte gedacht, dass das hier so ein Ort ist. Wisst ihr was? Wir haben ja auch nochmal so eine grüne Fläche. Und es hieß ja mit dem Update soll ein Trailer kommen, oder? Ich habe den Trailer immer noch nicht gesehen. Ah, da habe ich geparkt. Natürlich, natürlich. Ja, jetzt erinnere ich mich auch wieder. Da habe ich geparkt. Oh, Policia. Policia ist natürlich geil. Policia heißt, könnte Waffen heißen. Batterien sind eh immer wichtig. Ach komm. Don't fool me anymore. Einmal hin, alles drin. Hoffentlich. Wo rennst du hin, mein Freund? Wo willst du hin? Ja, ich bin hier, ich komme gleich. Diese Unmengen an Waffen, ne? Wahnsinn. Oh, drei verschiedene Auswahl an Münzen. Mützen. Der Wahnsinn. Der Wahnsinn. Drei verschiedene Mützen. Oh, da ist noch einer draußen. Ich wollte doch gar nicht mehr mitnehmen. Was macht der da draußen? Oder die? Der, die, das.
Im Eingangsbereich war doch einer, oder? Nee, anscheinend nicht. Okay. Mit dem Rücken erstmal ein zwei Stück. Lass den Hass einfach nicht in dich rein, ja? Lass den Hass einfach nicht rein. Lass ihn einfach hinter dir. Oh, das war, glaube ich, eine der neuen Munitionssorten. Slug Shotgun. Das ist kein Schlaganfall. Munition, wollte ich sagen. Ich will die gleich mal ausprobieren. Weil wir haben eine Shotgun. Check Ammo. Die ist gar nicht mehr geladen. Das kann die, das heißt, ich kann die jetzt damit laden. Sehr nice. Ich habe irgendwie Schiss, dass wenn ich okay. Ist der rote Punkt? Okay, mein Freund, ich komme gleich raus zu dir. Wir kommen nicht drum herum. Achso, das ist alles eins. Okay. Okay, bin ich auf jeden Fall sicher. Fuck! Macht ihr irgendwas anders? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist genauso eine. Hä, ich wollte. Achso, jetzt ist das Schwert auf der 1. Ist doch jetzt nichts anders gewesen, oder? Ja, ich höre es schon oben, sind noch welche. Habe ich die jetzt beide gleichzeitig erwischt? Ja, ich höre dich. Ich komme jetzt hoch zu dir. Ja, ist okay. Nee, ist gar nicht hier. Okay. Oh, das ist so... Boah, das ist... so wundervoll, wenn man hier rumläuft und nicht weiß, wo die sind. Und du hörst die einfach so laut und kannst nicht genau bestimmen, woher die kommen. Ich glaube, die sind halt über mir. Auf dem Dach. Aber eigentlich ist die Tür zum Dach hier einmal offen. Oder? Das heißt, rein theoretisch könnten sie runterkommen. Ich muss nochmal nachgucken, was Slack heißt. Aber für mich kam es jetzt wie ganz normale Munition vor. Ja. Vielleicht werden die Zigaretten Währung. Die Händler.
halt einer, der anhört, der sich anhört wie 5. Da ist eine Gasmaske. Da ist eine Gasmaske. Eine Gasmaske. Wie geil ist das denn? Das ist eine Atemschutzmaske. Entschuldigung, eine Atemschutzmaske. Gab's das vorher auch schon? Ich weiß es nicht. Oh Mann, ich weiß noch nicht, was neu reingekommen ist. Also. Kann halt auch sein, dass die nicht alles gezeigt haben, was neu reingekommen ist. Ich glaube, ich muss mich erstmal verbinden. Oder? Ja. So, dann verbinden wir uns. Gehen dann nach unten. Und ich glaube, wir fahren mal nach Hause, um einfach mal zu gucken, ob unser Zuhause noch da ist. Ja, erstmal auf den Zaun drauf, damit du nicht zu tief springst. Die müssen doch irgendwo hier draußen sein, oder? Ach nee, die ist auf Toilette eingesperrt. Ich hätte halt schon gerne irgendwie einen Unterschied gesehen. Ist da? Aber irgendwie... Ja, das Blut wirkt ein bisschen dunkler. Kann ich da eigentlich die Verteidigungswerte irgendwie sehen? Nee, schade. Die generelle Geschicklichkeit nicht einschränken. Ja, in der Küche war ich auch nicht. Ui, jetzt gibt's hier riesen Cola. Ah, ne, Karamellbrause. Hatte ich, glaube ich, schon mal. Ja, Glas habe ich auch für Cocktails. Genau, für Cocktails hatte ich gebraucht. Jetzt habe ich auch Tequila und so. Oh, ich werd beste Cocktail-Herstellerin. Ihr wisst. Ich bin mal gespannt, ob man irgendwann diese Elektro-Sachen dann zerlegen kann, beziehungsweise durchsuchen kann und irgendwie dann Kabel rausbekommt, um größere Bomben zu bauen oder so. Hätte ich nice gefunden. Da ist nochmal eine Pharmacy. Ich bin ehrlich zu euch, da will ich nochmal rein. Weil, ja, wir waren zwar bis jetzt nicht sehr erfolgreich in denen, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ich frage mich, ob hier drin noch was ist. Also was zu looten. Weil auf sich tut es nicht so. Ja, eigentlich habe ich Haufen Vitamine. Haufen Notverbände. Ich brauche halt einfach rein gar nichts mehr. Loot, loot, loot. Ich loote mir die Welt, wie sie mir gefällt. Aber wir wollen ja auch rausfinden, ob irgendwie noch was an Antibiotika. Sehr schön. Das heißt, selbst wenn ich mal einen dreckigen Verband benutze, weil nichts anderes mehr da ist und ich die 15 Notverbände aufgebraucht habe, die ich liegen habe, dann da könnte ich immer noch... Ja, aber die Poli... Ehrlich. Da stehst du. Hallo. Oh, das ist wieder der eine starke. Ah, ja. Weil die Lilanen sind immer so anders. Anders als die anderen Kinder. Gut. Ich durchsuch die gar nicht mehr. Die könnten ja auch vielleicht was haben. Zum Beispiel eine Flair. Wie der hier. Die halt fast kaputt ist. Okay. Ich bin gerade am überlegen. Oh, Werkzeugkiste. Aber jetzt 5 von.
heißt, ich kann auch meine kaputten Sachen reparieren. Ich kann alles reparieren. Ach ja, was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Uns geht's gut. Wir fahren jetzt mal nach Hause und bringen unsere richtig geile Beute ins Lager. Was ist das für ein Gebäude? Ah, das war die Schule, ne? Nee, das war die Polizei. Das war die Schule. Stimmt, und ich hatte die Pharmacy vorher schon gesehen. Gut, Leute. Ich denke mal, dass ich heile zu Hause ankommen werde. Ich werde jetzt nicht den ganzen Weg mit euch fahren. Das ist ein langer Weg. Ich würde aber halt echt gerne mal ausladen. Ich weiß auch nicht, ob wir wirklich hier noch... Haben wir schon so viel? Hat die das Fenster offen beim Fahren? Muss ich gleich mal drauf achten. Es ist halt... Ja, komm, wir haben noch Platz. Wir haben noch Platz. Nee. Nächste Folge. Nächste Folge fahren wir weiter, Leute. Weil wir haben noch Platz. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zur nächsten Folge. Bye, bye.